Was geht ab, meine Z-Fighter, außer dir? Und willkommen zum ersten Summon-Versuch für unseren Boy Evolution Vegeta. Und ich sage bewusst ersten Summon-Versuch, weil ich weiß nicht, mein Gefühl sagt mir eigentlich nichts. Aber wir werden gleich im Nachhinein schlauer. Bevor wir mit den Summon anfangen, nochmal eine kurze Information. Die LF Freezer-Kampagne ist online, was da zu wissen gibt. Ich habe damals als auf JP Cup ein Video gemacht, könnt ihr euch gerne abchecken. Ab Minute 7 ungefähr gehe ich drauf ein und dann bekommt ihr quasi Informationen, wie das mit der LF Freezer Kampagne abläuft. Aber was gibt es hier auf der globalen Seite dazu zu sagen, ist genau gleich geblieben. Und zwar, wenn euch LF Freezer einmal holt, also komplett zum LR Status erweckt, bekommt ihr 30 Stones. Wenn ihr ihn auf SA 20 bringt, bekommt ihr 10 LR Kai. Wenn ihr ihn auf 100% bringt, einen der Charaktere, also kann auch der SR Freezer sein, Hauptsache einen diesen LF Freezer Karte, sage ich mal, einen seiner Awakenings, dann bekommt ihr die Orbs zurück. Und wenn ihr ihn quasi dann zusätzlich auch noch auf, beziehungsweise wenn ihr auf 100% bringt, bekommt ihr dann zusätzlich zu den Orbs auch ein Dupe für den Tech LR Ginyu. Diese Mission mit dem Tech Ginyu ist permanent online. Die ist immer online. Heißt, ihr müsst einfach nur, wenn ihr auch nach der Campaign einen Freezer auf 100% bringt, dann bekommt ihr diesen Dupe ebenso. Aber die andere Mission, die gehen nur bis zum 22.11. 1.59 Uhr nachts unserer Zeit. Deswegen würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, macht die LF Freezer Campaign. Nehmt am besten folgendes Team mit, Freunde. Das ist dieses Team, habe ich euch damals empfohlen, euch zu erfarmen. Warum haben wir den Ginyu nicht als Leader? Weil wir ihn nicht mit auf die Stage von LF Freezer mitnehmen können, weil er kein Charakter ist, der aus einer Stage gedroppt ist. Aber mit diesem Team habt ihr eine erhöhte Drop-Rate. Deswegen würde ich euch empfehlen, auf jeden Fall mit diesem Team das Ganze zu bewältigen. Und nehmt als euren Friend-Supporter hier auch Rengoan über diese Zeit, in der die Kampagne online ist, damit jeder da guten Nutzen hat. Gut, Freunde, lange Rede, kurzer Sinn, so viel dazu. Wir kommen zu den Summons zu unserem Boy Evolution Vegeta. By the way, wegen der LF Freezer Kampagne, lasst mich in den Kommentaren wissen, ob ihr da noch ein extra Video haben wollt, wie ich das Ganze mache oder quasi nochmal ein Guide für Global. Ich brauche auf jeden Fall Feedback von euch, damit ich das weiß, weil ansonsten wird das wahrscheinlich eher ein Thema in den Streams. Der Streamplan ist in der Beschreibung, könnt ihr euch gerne abchecken, aber gebt mir da auf jeden Fall euer Feedback. Das Banner von unserem Boy Evolution Vegeta ist gleich geblieben, wie wir es im Banner Preview besprochen haben, beziehungsweise wie es auf JP war. Nicht viel hat sich geändert, ist genau gleich geblieben, wie gesagt, wir haben unseren Boy Vegeta hier an der Stelle als Pure Saiyan Leader. Da ist der Boy, sorry, die Ladezeiten, die machen mich gerade verrückt, aber wir haben Evolution Vegeta, wie gesagt, drinnen, wir haben Ultimate Gohan drin, Jiro drin und die anderen Charaktere, die wir uns besprochen haben. Das sind die Feature-Charaktere an der Stelle, GSS am Start, alles wie üblich, 50 Dragonstones, ein Multisummon und mit denen legen wir auf jeden Fall mal direkt mal los, würde ich sagen. Ich wünsche auf jeden Fall jeden, der hier noch summon wird oder schon gesummt hat oder an sich jeder, der summont, sehr viel Glück und hoffentlich zieht ihr das, was ihr ziehen wollt und geht raus mit dem, was ihr ziehen wollt. Wir haben hier Ultimate Gohan am Start. Geil wäre, wenn es Ultimate Gohan kommt, ne? Wenn, das ist so jetzt geil, er ist in Animation und kommt dann direkt als Pull. Der Dreams legit. Aber ich weiß, ob wir Rainbow hatten, keine Ahnung, im Nachhinein werde ich schlauer. Wir haben hier Super Saiyan und mit den Jungs, ein paar Jungs waren da am Start auf jeden Fall. Wir fangen an mit G's von der Ginyu Force. Gohan. Der macht sich schon ready, das ist nämlich der falsche Gohan. Der zieht gleich sein Pyjama aus und dann packt ihr den Ultimate Gohan Pull aus. Das wäre richtig geil auf jeden Fall. Ne, haben wir an der Stelle, dann haben wir hier unseren Boy Spopovic. Ja, Freunde, weiß nicht. Ich bin irgendwie zwiegespalten. Ich weiß nicht, was ich... Ey, das ist der falsche Ultimate Gohan. Ich weiß nicht, wie die Ausbeute ausgehen wird. Ich hab legit... Ich weiß nicht, ich hab... Eigentlich Evo Vegeta, ja. Bin mir sicher, jeder ist total im Hype. Aber irgendwie drückt sich das bei mir. Weiß nicht, warum. Kennt ihr das, wenn ihr so eine leise Vorahnung habt, dass... Weiß nicht, ich will keine bösen Omen beschwören, aber... It is the GSSR and that's it, I guess. Erste Multisummon mit dem GSR. GG. Naja, was soll's. Freunde, wir machen weiter mit dem zweiten Multi, würde ich sagen, auf jeden Fall. Wenn euch das Ganze bisher schon gefallen hat, beziehungsweise das Ganze euch im Nachhinein gefallen wird und gebt mir ein bisschen Kraft von euch, ein bisschen Glück, dann drückt auf den Like-Button. Und falls ihr neu seid, Freunde, und euch das Ganze gefällt, dann drückt auch auf den Abo-Button. Jede Unterstützung zählt an der Stelle von meinen OZ-Fightern. Und für jede bin ich dankbar. Featured. Beziehungsweise eine hohe Chance auf einen Featured-Charakter und Baseform, jawohl. Okay, jetzt wird's nice. Also Featured-Charakter kann natürlich auch... Bye, guys. Ah, ich habe auf einen Double-Crack gehofft. Ah, okay, ja. Also Featured-Charakter kann auch SRC17 sein. Der ist nämlich auch Featured. Da gehören auch die SR-Charaktere hinzu. Okay. Ich habe mir mit den... Das habe ich mir schon gedacht. Also, dass auch ein SR-Charakter Featured sein kann. Jetzt, was resultiert aus der Goten-Trunks-Animation. Aber ich habe da auf den Double Screen Check gehofft, weil das wäre in dem Dokkan-Fessel-Banner exklusiv ein Dokkan-Fessel-Charakter. Aber na gut. Alright.
Bitte, Game, lass uns nicht nur mit den GSSR rausgehen. Bitte, Mr. Satan, mach irgendwas. Oh, irgendwas. Jawohl! Ey, guck mal! Hey! Vorhin gesagt Ultimate Gohan. Korrekt ist ein Dupe für unseren Boy Ultimate Gohan an der Stelle. Er ist tatsächlich gekommen. Er ist tatsächlich gekommen. Shoutout an Asni an der Stelle. Korrekt, korrekt. Ultimate Gohan Dupe nehme ich auf jeden Fall an. Der kommt dann unten rechts auf jeden Fall. Ah, Vegetto. Okay, GSR Vegetto. Okay, nice. Okay, ey, seht ihr? Da war zwar Goten und Trunks, aber wie gesagt, C17 SS auch featured und das kann auch für den Featured SR stehen. Aber Ultimate Gohan freut mich. Will ich euch nicht anlügen. Ultimate Gohan freut mich auf jeden Fall. Außerhalb davon, was fehlt mir eigentlich vom Banner? Wenn wir mal kurz einen Blick drauf werfen können, natürlich unser Boy Evolution Vegeta. Das ist ja übertrieben nice, wenn wir ihn ziehen. Trostpflaster, wenn es heute nicht klappt, Gott sei Dank habe ich ihn auf JP, da kann ich ihn anschauen, ein bisschen mit dem Spielen. Jiren habe ich auch nicht. Jiren habe ich auch nicht, den würde ich auch gerne ziehen. Jiren auf jeden Fall ein Monster. Topo habe ich, Dispo habe ich ebenso. Rebrian habe ich nicht, warum nicht, auf jeden Fall annehmen. Den habe ich, der fehlt, glaube ich, noch ein Dupe an der Stelle. Und genau, die zwei sind featured. Let's go, Freunde. Dritter Multi und dann damit auch vorletzter Multi summon. Ich bin echt gespannt, wie das Ganze verlaufen wird. Machen wir daraus ein Group Summon. Macht euch bereit, wenn in irgendeinem Spiel eurer Wahl, wo ihr summon wollt, egal, Legends, Blazing etc. Die ganze Crew ist mit am Start. Wünsche auf jeden Fall sehr viel Glück. Ihr wisst, wie das Ganze läuft. Ich zähle gleich runter 3 zu 1. Wenn das Geist gepult hat, an sich, wenn ihr das gepult hat, irgendwas, wenn ihr es wissen, wenn ihr mich es euch wissen lassen wollt oder whatever, ich friere morgen, sorry, friere halt auch nicht. GG. Dann wisst ihr, was zu tun habt. Haut einfach einen Screenshot raus und lasst mich in den Kommentaren wissen auf YouTube, Twitter, Instagram, Discord etc. 3, 2, 1, go! Baseform wieder. Warum freut mich Baseform so? Weil wenn ein Double Screenshot kommt, dann wissen wir, es ist so kein Exklusiv auf jeden Fall und wir haben nur 3. Nein! The Dreams of Double Screenshot, The Dreams. Super Saiyan Trunks, by the way, den sein SR-Version, also die Strength Trunks, den habe ich auch nicht legit. Aber der wäre auch nice auf jeden Fall. Ist nicht featured, aber dass der kommt, ja. Er ist da drin, aber nicht featured, wie gesagt. Da müsste schon einiges stimmen. Ich wollte es nur mal erwähnen, weil, ja, weil ich an ihn denken musste, als ich ihn gesehen habe. Anyway, Ultimate Gohan. Ultimate Gohan haben wir oft gesehen heute. Ultimate Gohan haben wir heute oft gesehen, auf jeden Fall. Außerhalb davon haben wir hier Goten. Und langsam aber sicher verliere ich jeden. Oh, okay, nicht featured. Super Saiyan God Goku Strength. Der ist aber auf jeden Fall solide. Aber ich glaube, meiner ist auf 100. Ja, langsam aber sicher verschwindet so die Hoffnung, wenn ich ehrlich bin. Langsam aber sicher. Wenn ich den sehe, so oder so. Wenn ich den sehe, so oder so. Okay, Freunde. Kommt. Eine Prediction hatten wir, also Ultimate Gohan kam. Die erste Prediction war, dass wir uns wahrscheinlich wiedersehen. Früher oder später in einem Summon. Trifft das zu oder schaffen wir hier wieder ein Wunder? Im letzten Multi. Packen wir es wieder aus. Hashtag One Last Multi wie bei C17. Wenn es klappt, wäre es nice, Freunde. Hashtag One Last Multi, wenn ihr dran glaubt, dass hier jetzt Evolution Vegeta droppt. Im letzten Multi fürs heutige Video. Let's go. A man has dreams at the morning. Ja, am Morgen. Ihr seht es an der Freeze, die ist irgendwie. Okay, die Animation lässt uns unwissend. Die Animation lässt uns unwissend auf jeden Fall. Wir haben ja einen Super Saiyan 1. Und dabei bleibt es auch leider. Bulma, bring uns deinen Mann. Bulma, bring uns deinen Mann. Legit, Mann, direkt ein Great Ape. Ein Summon-Video ohne Great Ape? Gab's das bei Osadu? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, weiß es nicht. C17 hier an der Stelle ist am Start, unser Boy. Und er ist wieder am Start, okay. Okay, jetzt kommen die Trolls, jetzt kommen die Troll-Charaktere. Nein! Oh Gott, okay, ja, schade. Falscher Vegeta. Nope. Ist wohl nur der Gegner. Geh zum G. Anyway, Freunde, ich hatte wahrscheinlich recht, wir werden uns wahrscheinlich wiedersehen. Wahrscheinlich ja. Aber mit Geduld. Ich muss auf jeden Fall jetzt in Geduld ausüben. Gucken von der Freezer-Kampagne, die 30 Stones auf jeden Fall. Und dann haben wir noch 50er so. Ja, Vegeta. Macht mir das Leben auf jeden Fall schwer. Ein Dokkan-Extrem-Charakter hatten wir an sich. Nur ein Feature-Charakter aus 4 Multis haben. Man kennt's. Hashtag nicht Feature. Waren auf jeden Fall viele am Start. Aber so läuft das Ganze, Freunde. Sind im Endeffekt ja, Drop-Rates, Puls, Zufallsgenerator. Leider nicht gezogen. Unser Boy haben wir leider nicht gezogen, Freunde. Was soll's?
So viel war's zum heutigen Sum-Video. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, gebt den ganzen Like. Euch noch, wie gesagt, sehr viel Glück, falls ihr noch Sum werdet und noch Summen. Ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen. Vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns das nächste Mal. So, Freunde, jetzt kommt The Real One Last Multi. Ich hab legit, ich war gierig. Ich hab letzten 2-3 Stunden nonstop das Event von Freezer gemacht, Freezer Campaign, damit ich noch auf einen Multi komme. Schauen wir mal, ob es sich lohnt. Schauen wir mal, ob es sich lohnt, Freunde. The Real One Last Multi. Ich weiß, ob ich lachen soll, ob ich heulen soll. Ich legit. Oh, Vegeta. Trinkt Vegeta. Nein, ich wollte gerade losschreien, weil es so lange gedauert hat, bis sich nichts getan hat. Shit, ich dachte, er wird sich fusionieren. Ich dachte, er wird sich legit fusionieren. Und da dachte ich, ein Fake-Out jetzt. Also ihr merkt schon, ich habe übertriebene Dreams. Übertriebene Dreams, aber... Oh, no, the Dreams are gone. Oh mein Gott, ernsthaft? Ernsthaft? Nur der GSSR wieder? When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry.